Hallo und herzlich willkommen im Keller. Mal wieder ein, wie ich finde, etwas kontrovers zu diskutierendes Thema, beziehungsweise für mich ist das so ein bisschen, kennt ihr, was geschah? Das sind dann irgendwelche bekloppten Szenarios wie Goldfisch liegt tot auf Teppich, Fenster steht offen und nee, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber sonst googelt das doch einfach mal. Was geschah? Das ist so ein schönes Spielchen. Jo, und im Rahmen dieser Was-geschah-Geschichten habe ich mir gedacht, können wir doch mal folgendes Szenario ein bisschen durchinterpretieren, weil ich weiß auch nicht, was da geschah. Und ich würde mich jetzt sehr über den einen oder anderen Kommentar freuen, der da miträtselt, was da geschehen sein könnte. Also gerne auch bisschen Blödsinn. Bisschen Blödsinn ist ja immer herzlich willkommen auf diesem Kanal und da können wir mal ein bisschen rum überlegen. Und zwar, ich lese mal vor. Das Lob lasse ich weg, aber Lob ist natürlich auch immer gut. Ich habe eine Frage bezüglich der Jagd und ich hoffe, du kannst mir etwas über mein Erlebnis, welches ich die Tage machte, erzählen. Ich war von Samstag auf Sonntag im Wald und wollte dort eine ruhige Nacht verbringen, als gegen ca. 21.30 Uhr Schüsse zu hören waren. Diese kamen immer näher und dann entfernten sie sich wieder. Das ging bis morgens um 2 Uhr circa. Es war Vollmond. Klammer auf, sollte das dabei eine Rolle spielen. Klammer zu. Was mich in der ganzen Sache nun wirklich gewundert hat, waren die Anzahl der Schüsse, die hintereinander abgegeben wurden. Es waren 17 Stück ohne Pause hintereinander weg. Dies kam zweimal vor, die anderen waren Einzelschüsse. Ist das wirklich ein Jäger gewesen? Nutzen die noch andere Waffen als den normalen Karabiner? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke, mit freundlichen Grüßen, Mr. X. Also nicht wirklich, aber ich zensiere ja immer sämtliche Namen. Und du heißt jetzt halt Mr. X. Jetzt bin ich grundsätzlich ein misstrauischer Mensch. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber hast du allen Ernstes 17 Schüsse mitgezählt? Also ab dem ersten Schuss, also ich hätte mich die ersten paar Schüsse, die ich nicht mitgezählt hätte, erstmal gewundert, oh hoppla, das schießt aber oft, bevor ich angefangen hätte, da überhaupt mitzuzählen. Das macht mich ein ganz kleines bisschen stutzig. Und die zweite Sache, die mich ein ganz kleines bisschen stutzig macht, mich als sehr misstrauischen, unglaublich bösen Menschen, ist, dass die Tatsache, dass Vollmond ist, die du extra erwähnst, eine ganz wesentliche Rolle spielt bei diesem Szenario. Und das macht mich, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen stutzig, weil ich hätte, glaube ich, nicht dran gedacht, extra zu erwähnen, dass da Vollmond war. Zumal wir sind ja hier ja bekanntlich im Internet und im Internet kursiert ja aller möglicher Müll und grundsätzlich bin ich immer skeptisch, wann immer ich irgendeine Information aus dem Internet bekomme, außer von mir selbst. und deswegen, ja, mir nicht, bitte nicht übel nehmen, aber ich wollte es nur mal kurz als ein bisschen merkwürdig angemerkt haben. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, das stimmt so alles und dann ist nämlich eben die Information mit dem Vollmond ganz elementar, denn normalerweise ist die Jagdzeit ja nur bis anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang und ab anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang. Heißt, so im tieferen Verlauf der Nacht und gerade wenn das in den letzten Wochen passiert, ist es um 21.30 Uhr ja natürlich schon stockdunkel, ist normalerweise nichts mit Jagd. Ausnahme. Eine Ausnahme, soweit ich weiß, das ist die einzige, vielleicht gibt es noch andere, das mag dann jemand, der sich mit dem Jagdgesetz noch besser auskennt als ich, gerne ergänzen, ist bei Vollmond die Jagd auf Schwarzwild. Und deswegen eben dieser Vollmond ganz, ganz, ganz wichtig, weil ohne den wäre das einfach nur illegal, nachts im Wald rumzuknallen, würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Mit der Tatsache, dass es eine Vollmondnacht ist, dann kann das eigentlich, sofern es überhaupt was Legales war, nur eine Jagd auf Schwarzwild gewesen sein. So, jetzt habe ich extra meine Jagdexpertin gefragt, die in ihrer unendlichen Weisheit darauf hingewiesen hat, weil ich habe sie gefragt, ob denn theoretisch eine Drückjagd auch auf auch nachts stattfinden könnte. Und sie hat, wie gesagt, in ihrer unendlichen Weisheit darauf hingewiesen, dass vielleicht, aber das wäre völlig bekloppt, weil bei Drückjagden schießt man ja schon auf den Treiber, wenn es hell ist. Wenn es Nacht ist, sieht man den ja dann noch weniger und dann wäre das ja noch gefährlicher und das wäre völlig bekloppt, sowas abzuhalten. Heißt, da hat sie natürlich absolut recht, das leuchtet mir ein,
Ein mögliches Szenario wäre also schon, dass das einfach viele Jäger gewesen sind, die da alle vor sich hingeknattert haben. Dann wären es halt eben viele wahnsinnige Jäger gewesen, denen ihre Sicherheit, die Sicherheit ihrer Treiber offensichtlich völlig egal ist. Oder die haben eine Form von Bewegungsjagd gemacht, da fällt mir der entsprechende Begriff gerade nicht ein, wo die Schützen und Treiber ein und dieselbe Person sind. Das gibt es wohl theoretisch auch. Das heißt, da sind dann überhaupt keine Treiber beteiligt und dann können auch keine Treiber getroffen werden. Und wenn die quasi in einer Linie alle in die gleiche Richtung laufen, dann können sie sich zumindest theoretisch, ist alles auch schon vorgekommen, nicht gegenseitig über den Haufen schießen. So, also das wäre so die eine Lösung. Dann habe ich mir mal überlegt, es könnte ja potenziell auch nur einer oder zwei oder wenige Jäger auf der Pirsch gewesen sein. Die Pirsch ist so die Profijagd, kann man sagen. Das ist mit die schwierigste, auch eine der schönsten, wenn man es dann richtig beherrscht, habe ich mir sagen lassen. Aber ja, wahrscheinlich wirklich sogar die schwierigste Jagdform. Das bedeutet wirklich, man schleicht durchs Gelände, ist in Bewegung, eben meistens allein oder in einer ganz, ganz kleinen Gruppe. Und jetzt darf ich nicht sagen, schießt auf alles, was sich bewegt. Schießt auf alles, was sich bewegt und dringend so aussieht, als wäre es das, worauf man auch schießen möchte. Natürlich darf man einem Jäger nichts anderes unterstellen, als dass er nur schießt, wenn er genau identifizieren kann, worauf er schießt. So ist zumindest die Regel und die wird ja auch von, ich sage jetzt mal, 95% der Jägerschaft minutiös eingehalten. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, diese Zahl. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es sind vielleicht eher 50% oder 30% oder 10%, je nachdem, wen man fragt. Ich glaube, ganz so extrem wird es auf keinen Fall sein. Ob es wirklich 95% sind, das ist vielleicht auch ein bisschen optimistisch, aber wir wollen ja niemandem zu sehr auf dem Schlitz treten. Ja, also das wäre vielleicht meiner Meinung nach noch so das realistischere Szenario. Das macht man dann ja auch schon durchaus mal ein bisschen länger, so eine Pirsch. Das würde dann also auch, wäre zwar immer noch eigenartig, aber könnte dann halt schon sein, dass die wirklich bis 2 Uhr da unterwegs waren und ein großes Gelände insgesamt abgelatscht sind und ein paar einzelne Schüsse, wenn halt nur einzelne Sachen zwischendurch aufgetaucht sind, okay. Und ganz am Anfang haben sie vielleicht gleich die ganze Rotte Wildschweine aufgespürt und haben dann halt drauf losgeknattert, was das Zeug hält. Und dass das jetzt wirklich 17 Schüsse waren, das ergibt sich dadurch, dass man schon viel schießen kann, wenn man das möchte und wenn man entsprechend geübt ist mit einem Repetiergewehr. Weil für gewöhnlich gilt für Halbautomaten, also die Peng, 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 Peng Gewehrchen, mit denen man also mit entsprechend schnellen Daumen entsprechend schnell schießen kann, gilt nämlich, die haben bloß eine, dürfen rechtlich gesehen nur eine Magazinkapazität von 2 Schuss haben und dann hat man noch einen Schuss im Patronenlager, macht 3 Schuss. Also Peng, Peng, Peng und Schluss. Die Peng 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 gehen zwar beliebig schnell, ja, fast beliebig schnell, solange man halt den Daumen entsprechend flott bewegen kann. Aber dann ist aber auch Schluss. Ne? Da muss man nachladen. Da hat man, das dauert ewig, gefühlt. Weil gerade so kleine Magazine, die kann man nicht à la Matrix-Style einfach mal unten auswerfen und dann in einer fließenden Bewegung das nächste nachladen. Das Ganze geht eine Sekunde, sondern es ist ein bisschen umständlicher. Zumal, wenn man da das Magazin wechselt, dann hat man ja wieder nur 2 Schuss. Jetzt sind ja immer nur 2 Schuss im Magazin. Dann lädt man vielleicht noch eine Kugel eben ins Patronenlager und dann hat man bloß noch eine im Magazin, dann hat man wieder nur 2 Schuss. Dass man insgesamt auf 3 Schuss kommen kann, geht nur, indem man ein Magazin lädt und von oben dann ins Patronenlager direkt rein die dritte. Also das nur mal kurz zur waffentechnischen Information. Aber Repetiergewehre haben rein rechtlich gesehen, das ist zwar mitunter durchaus verpönt, aber rein rechtlich gesehen haben die keine Beschränkungen, was die Magazingröße angeht. Also man kann da so viele Patronen reinladen, wie irgendwie technisch möglich sind. Also ein Repetierer bedeutet, der schießt, danach ist der Verschluss hinten und den muss man dann quasi nach vorne ziehen. Also diese schöne, meistens ein Geräusch wie
machende Bewegung da mit diesem kleinen Hebelchen, das da an dem Gewehr dran ist. Durch diese Bewegung wird auch die nächste Patrone aus dem Magazin nach oben entsprechend befördert und direkt ins Patronenlager geführt und dann kann man als nächstes halt eben wieder schießen. Bei Halbautomaten und Vollautomaten passiert eben dieser Schritt, dieses Nachladen der nächsten Patrone ins Patronenlager und vor allen Dingen wieder das Zurückführen des Patronenlagers, des Abschussdingens. Ganz genau weiß ich nicht, die Fachbegriffe nicht. Ich bin ja kein Waffennerd. Ich habe das nur mal so am Rande mitbekommen. Aber das Teil, was dann quasi von hinten nach vorne schnellt, hinten auf die Patrone draufhaut, wodurch da ja da drin das Pulver explodiert und die Patrone nach vorne rausgeschleudert wird, das muss nach jedem Schuss wieder nach hinten befördert werden. Und das kann nur funktionieren, indem quasi dann durch einen bestimmten Mechanismus im Gewehr oder in der Pistole geht das auch, der Druck, der bei der Explosion entsteht, der Gasdruck verwendet wird, um das Ding wieder nach hinten zu schieben. Das heißt, das Gas, das da entsteht, wird verwendet und schiebt das dann wieder nach hinten. Und innerhalb dieser nach hinten Schiebbewegung wird durch eine Feder im Magazin automatisch die nächste Patrone nach oben befördert. So, und das macht halt ein Repetierer nicht. Da muss man das händisch machen, da muss man händisch den Verschluss oder diesen Schlagbolzen heißt der, glaube ich. Ja, das könnte sein. Wieder nach hinten ziehen. Und dann kann halt auch die nächste Patrone nachgeladen werden. So, das heißt, die potenzielle Feuergeschwindigkeit ist so schnell, wie derjenige schießen, machen kann und schießen. Ne? Wer da Profi ist, der kriegt das auch im Sekundentakt problemlos hin. Und wer da super, super Profi ist, der kann tatsächlich auch im Sekundentakt dann sogar was treffen. Und so Jäger gibt's. Die gibt es definitiv. Die haben dann da halt unten auch ein 30-Schuss-Magazin dran. Das soll es auch geben. Und dann können die halt 30 Mal schießen und dann sind halt 30 Wildsäue tot. Wenn sie dann noch entsprechend viele Träger im Hintergrund dabei haben, die 30 Wildsäue dann auch irgendwie aus dem Wald schleifen, dann ist auch das möglich. Jetzt glaube ich aber nicht, dass die da wirklich 17 Mal auch getroffen haben, weil sonst wäre die Jagd wahrscheinlich beendet gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen, ist ja vielleicht unbedingt nachts auch nicht unbedingt so hoch wie tags. Deswegen, ja, ist das, glaube ich, meiner Meinung nach so das realistischste Szenario, wenn man jetzt nicht wirklich von irgendwelchen total abgespaceden, illegalen Ideen ausgehen möchte, dass da jemand mit dem Vollautomatik auf die Jagd geht und feuerstoßmäßig jagt. Aber dann hättest du auch nicht 17 Schüsse zählen können, weil zählen kannst du das nicht mehr, wenn das mit Vollautomatik abgefeuert wird. Das definitiv nicht. Außer du bist hervorragend im Zählen. Bist du zufällig Graf Zahl? Das würde funktionieren. Oh je. Ja, doch, das wäre also eine Möglichkeit. Aber gut, damit wäre deine Frage. Nutzen die auch andere Waffen als den normalen Karabiner? Den Halbautomat mit 3 Schuss. Ja. Und natürlich noch die Schrotflinte. Nö, mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Ich hoffe, die Skepsis, dass du wirklich bis 17 gezählt hast und dass mir das mit dem Hinweis, mit dem Vollmond etwas spanisch vorkommt, nimmst du mir nicht übel. Ich weiß, ich habe das jetzt mehrfach gesagt, aber ich will dir auch nichts Böses unterstellen. Aber irgendwie seltsam vorkommen tut es mir halt trotzdem. Lustiges Video war es trotzdem und ich spekuliere ja gerne über so ein Zeug durch die Gegend. Und wie gesagt, wer noch irgendwelche anderen Theorien hat, was geschah, der darf die bitte gerne äußern. Ich bin gespannt und freue mich da, was Lustiges zu lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.